Willkommen zurück zu Gran Turismo 6. Ich bin immer noch ein bisschen ausgepowert von der ganzen Pylonen-Action der letzten Folge. Ich nehme das ja alles an einem Stück auf, weil ich unter der Woche ja nicht dazu komme. Und wir haben jetzt die nationale A-Lizenz vor uns. Wir fahren Apricot Hill Raceway, Brands Hatch, Spa, Twin Ring, Motego und nochmal Apricot Hill mit verschiedenen schönen Autos. Wettkampffahrzeug ist der Mustang Boss 302 aus dem Jahr 2013. 500 Leistungspunkte, 330 kW und 1647 Kilogramm, also ein echtes Schwergewicht. In diesem Test üben Sie das Bremsen aus hoher Geschwindigkeit in eine enge Kurve hinein. Sektionen wie diese mit einem extremen Geschwindigkeitsunterschied bieten während eines Rennens perfekte Gelegenheit zum Überholen. Besonders wenn die KI da immer sehr langsam ist. Versuchen Sie, das Ziel so schnell wie möglich zu erreichen, indem Sie den exakten Punkt herausfinden, an dem Sie mit dem Bremsen beginnen müssen. Tipp, ja, okay. Der Tipp ist, dass wir an den Rand gucken und dann die Markierungen sehen, wo dann steht 50 Meter, 100 Meter bis zur Kurve. Apricot Hill Raceway. Das Problem ist, wenn ich so lange am Stück aufnehme, zum einen werde ich ein bisschen Matsch im Kopf, das ist klar. Und zum anderen ist es so, dass nach einer gewissen Zeit meine Audioaufnahme, die ich einzeln von der PS3-Aufnahme mache oder machen muss, dass die mit der Zeit asynchron laufen. Da muss ich das immer im Schnitt nachher so zurecht schneiden oder so zurecht stretchen, dass das über die ganze Länge hinkommt. Und manchmal haut es halt nicht ganz hin, dann hat man das wirklich so, dass das Schaltgeräusch, an dem ich mich ja immer orientiere, ich gucke dann halt, ah, guck mal, da schalte ich und da geht der Gang hoch, dass das manchmal ein bisschen zu früh oder ein bisschen zu spät kommt. Ist aber bis jetzt noch keinem aufgefallen mit Gran Turismo 6, von daher habe ich da bisher ganz gute Arbeit geleistet, würde ich mal sagen. Ich wollte es halt nur mal erwähnen. Vor allem, weil wir jetzt ungefähr 1,5 Stunden dran sind und ich denke mal, eine halbe Stunde war mindestens das Pylonenfahren. Ist schon krass, wie lange ich dafür gebraucht habe. So, wir gehen natürlich wieder in die echte, richtige Ansicht und los geht's. Das war zu spät. Disqualifiziert. Strecke verlassen. Ich habe übrigens jetzt für die ganze Aufnahmesession, also für die letzten zwei, drei Folgen auch schon, die Grafikeinstellungen mal auf scharf eingestellt. Ich sehe da jetzt keinen so großen Unterschied, außer an manchen Texturen, die vielleicht ein bisschen körniger wirken. Das war nicht sonderlich geil, aber es war Gold. Freundesrangliste, 9. Platz. Ja, das ist klar. Wir können uns mal eben kurz die Freundesrangliste angucken, bevor wir das nochmal machen. So. Mal eben kurz den Controller anmachen. Da ist er an und da wird auch gesagt, er ist ein bisschen leer. 17:139 ist die Bestzeit. Das geht dann hinab bis auf meine Zeit halt. Ich bin wahrscheinlich der Letzte. Okay. Also, das könnte eine Herausforderung werden. So wird es keine Herausforderung. So versage ich. Ich finde es aber interessant, dass mir so das Mittelfeld angezeigt wird, aber der erste wird mir nicht angezeigt. Black Silver. 2, 3. Das war schon besser. Das ist Freundesrangliste 2. Schön. Gucken, ob wir den ersten auch noch holen können. Wir werden uns jetzt nicht zu lange daran aufhalten.
Aber ein bisschen versuchen müssen wir schon. Schade, beim Rausbeschleunigen hier ein bisschen zu schnell auf dem Gas. Hat Zeit gekostet, nochmal. Schade, der Ansatz war eigentlich ziemlich gut. Ich war gut in die Kurve hineingekommen und das Rauskommen war dann halt verkackt. Krass, wie ich meine eigene Zeit immer wieder. Naja, überbiete wäre auch nicht so gut. Das wird sich anhören, als wäre das eine gute Sache. Aber wie ich immer wieder schlechter bin als meine eigene Zeit, obwohl ich da auch nicht so gut war. Vielleicht muss ich doch später bremsen. Sicherlich nicht so. Ne. Ne, 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 ne. So nicht. Auch das war wieder ziemlich am Kurvenscheitelpunkt vorbei, aber die Geschwindigkeit ist ganz gut hier bergauf. Neuer Rekord, ganz knapp. Und da sieht man, wie viel da noch rauszuholen ist. Wenn ich hier mal die Kurve treffen würde, sodass ich auch Apex schneide, dann könnte das was werden. Aber da muss ich mir mehr den Bremspunkt für merken. Shit. Das ist ein bisschen zu früh, also ich darf nicht direkt nach der 100er-Markierung bremsen. Sondern ich muss länger draufbleiben. 1, 2, 3. Nee. Die Kurve ist aber auch blöd. Ich denke immer, die verläuft ein bisschen anders, aber dann geht sie dann doch noch so ziemlich weit hinein. Ich denke mal, die verläuft ein bisschen lockerer. Weil am Anfang sieht die so mega breit aus hier. Und dann wird die auf einmal so mega eng. Mega, mega eng. So, drei Versuche machen wir noch und dann fahren wir fort. Eins, zwei, drei. Das könnte was sein. Nicht ganz. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Drei, zwei, eins und los. Jetzt dachte ich dadurch, dass ich jetzt so mal in die Kurve reingehe, kann ich besser rausbeschleunigen. Aber auch das war ein Trugschluss. So, ich habe meinen eigenen Geist im Rücken. Und meine persönliche Bestzeit noch mal ein bisschen getoppt. Das reicht aber nichtsdestotrotz nicht für den ersten Platz in der Freundesrangliste. Ich speichere das trotzdem mal, weil ich da sicherlich wieder einzelne Videos draus mache. So, noch mal eben kurz die Rangliste hier. Black 7 Silver auf Platz 1 mit einer 17.139. Danach komme ich mit einer 17.399. Dann Kenji Lord 2 mit einer 17.486. Dann Daniel mit einer Zeit, die ich jetzt nicht mehr sehen konnte. Aber das soll auch erstmal reichen. Das war nationale A-Lizenz Teil 1. Und wir haben ja noch vier weitere Möglichkeiten, auf den ersten Platz zu fahren, nämlich zum Beispiel auf Brands Hatch. Versuchen Sie, in eine Kurve einzufahren, bei der die Streckenneigung es erschwert, die vorausliegende Strecke einzusehen. Passen Sie auf,
dass sie auf ihrem Weg zur Ziellinie nicht zu spät bremsen. Also ich trinke mir mal eben heimlich einen Schluck. Die Freundesrangliste besagt Black Seven Silver auf Platz 1 mit einer 13.642, dahinter dann Dream, dann Florian, The Eagle, dann Dumi, dann Andreas, Johnny, dann Felix, dann Daniel, dann Kenji Lord. Alle innerhalb von unter einer Sekunde. Meine Fahroption soll natürlich besagen, dass ich keine Traktionskontrolle anhab. Und wir fahren einen Lotus Elise 11. Der, glaube ich, ziemlich geil war in Gran Turismo 5, so vom groben Handling her, von der Bodenhaftung. Aber auch die Möglichkeit, Boot zu driften. Aber das werde ich jetzt nicht tun. Ja, genau. Das ist die Sache, die ich auch beim... Ich finde das schön mit den Linien. Das ist ja auch die Sache, die ich beim ersten Mal Brands Hatch hier im Let's Play schon verkackt habe. Die Kurve, die, denke ich, immer verläuft anders. Neuer Rekord für mich. Freundesrangliste Platz 4, da können wir noch was dran rumdrehen. Ja, finde ich schön, dass es da so einen schönen Wettbewerb zwischen den einzelnen Parteien gibt. Ach, Mist. Man könnte den Wagen wunderbar im Drift rumbringen. Wenn ich es könnte. Der will sehr gerne ausbrechen hinten und das finde ich auch schön. Das gibt einem so die Möglichkeit, den einfacher rumzukriegen. Das war ganz gut. Neuer Rekord, 13.842, Freundesrangliste Platz 2. Mal gucken, ob wir die gleiche Platzierung wie beim ersten Mal halten oder ob wir vielleicht nochmal ein bisschen verbessern können. Auch wenn ich jetzt den ersten Platz gar nicht mehr weiß, der mir leider auch nicht angezeigt wird als Geist. Was war das für eine Zeit vom ersten Platz von Black Seven Silver? Dammit. Wäre auch noch Gold. Sogar noch Easy Gold. Aber natürlich nicht Sinn der Sache, dass man da so weit außen rum fährt. Ich finde das Kanten- und Schattenflimmern auf der Strecke richtig krass, wenn man mal so an die Seite guckt. Schade. Da, siehst du, man könnte den Wagen wunderbar driften. Da sieht man auch schön die Spur, die wir da hinterlassen haben. Aber zum einen kann ich eh nicht driften, zum anderen finde ich es mit dem Lenkrad noch schwerer als mit dem Controller. War so knapp. Ich bin es noch so gewohnt, über Pylonen drüber zu fahren, dass ich das jetzt hier natürlich instinktiv mache. Ich bin jetzt mein Leben lang geschädigt und muss immer über Pylonen drüber fahren. Zu eng. Das kann ich halt in so einer Stoßstangenansicht besser kontrollieren. Da weiß ich besser abzuschätzen, wie breit der Wagen dann wirklich ist. Tja, keine große Verbesserung, aber eine Verbesserung um 0,01 Sekunde. Eine Hundertstel. Immerhin etwas. So, das ist jetzt auch mal der letzte Versuch hier. Und das wird nichts Neues.
Ich gebe mich also mit dem zweiten Platz in der Freundesrangliste zufrieden. Ich speichere mal kurz meine beste Runde. So, Freundesrangliste einmal aufrufen, die Statistiken verlesen. Black Seven Silver mit 0,2 Sekunden Vorsprung vor mir auf Platz 1, dann ich, dann Dream und dann halt so, wie ich vorhin verlesen hatte, geht's weiter. Naja, immerhin vorne bei. Ich weiß auch nicht, wie viel Anspruch die anderen da reingelegt haben. Vielleicht sind die da rangegangen und haben gesagt, ja, nö, habe ich halt Gold, reicht mir. Versuchen Sie sich einmal an diesem aufeinanderfolgenden unterschiedlichen engen Kurven auf Spa, oh mein Gott, ich hasse Spa, erreichen Sie das Ziel so schnell wie möglich, indem Sie sorgfältig Ihre Geschwindigkeit kontrollieren. Ich hasse Spa, weil ich die Strecke einfach nicht kann. Ich habe da keine Übung drin. Und man sagt ja so gerne, Übung macht den Meister. Könnte also sein, dass wir uns hier ein bisschen länger aufhalten müssen. Die Bäume sehen komisch aus im Hintergrund. Siehst du, wenn jetzt die Tonspur von der anderen Tonspur asynchron ist, hört sich das gerade ganz komisch an, wenn ich hier die Musik im Hintergrund nachmache und das nicht passt. Ach, die Kurve ist das. Okay. Sollte eigentlich möglich sein mit unserer Karre. Ach, jetzt habe ich die Freundesliste gar nicht gezeigt. Machen wir eben kurz. Black Seven Silver mal wieder auf 1. Dann Florian the Eagle, dann GTMA SB, dann Felix W15, dann Dummy, dann Dream, dann Diamond Club, dann Andreas Johnny. Alle innerhalb von einer Sekunde. 16,1 wäre die Bestzeit für mich. Gucken, ob ich das schaffe. Honda Civic. Komm, jetzt kannst du auch mal langsam anfangen. Vielen Dank. Na? Aha, gut. Go! Erstmal gucken, wie schnell ich hier überhaupt durchkomme mit dem Wagen. Aber das reicht schon mal, um relativ viele zu schlagen und aus... Ach, das ist ja natürlich Gold. Mein Gott. Ne, jetzt mal ernsthaft. War jetzt kein Anspruch. Das war scheiße. Kurvenscheitelpunkt mal wieder verpasst. Aber man will ja auch nicht zu viel in die Eisen gehen. Dann ziehen sie wieder alle vorbei. So war ganz gut. So war richtig gut. Das ist auf jeden Fall der zweite Platz. Mal wieder hinter Black Seven Silver. Der Drecksack. Zieht er mich in jeder Lizenzveranstaltung ab. Nein! Wieso bin ich da am Ende noch von der Strecke abgekommen? Das wäre fast Gold gewesen. Fast der erste gewesen. Gold ja so oder so. Wir befinden uns in Bereichen, die fast eine Sekunde unter Gold liegen. Aber ich glaube, ich habe einen Erzrivalen gefunden. Rivalität ist eigentlich was Gutes. Na, also das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ und das Drecksack meine ich natürlich auch nicht negativ. Hut ab vor der Leistung. Da wirklich so konsistent immer auf dem Ersten zu sein. Da war die erste Kurve nicht geil, ich fahre mal absichtlich eben da durch. So, können wir neu starten. Und neu versuchen, das geht immer relativ schnell. Wir müssen ja nicht bis zum Ende fahren, wenn wir sehen, die erste Kurve passt nicht. Ja. Zu früh gebremst, zu früh eingelenkt, dann nicht aus der Kurve gekommen.
wieder, ne. Ich fahre sehr konstant die 16.1 irgendwas. Aber ich muss eine 16.1 glatt fahren. Wie schnell ich einfach bin. Also der Geist. Wo nehme ich die ganze Geschwindigkeit her? Nein. Okay, drei Versuche noch. Yes, das klappt. Yes, Freundesrangliste auf Platz 1. So finde ich es schön. So finde ich es sehr schön. Wiederholung speichern. Und da sieht man es nochmal offiziell. Ich habe mich auf Platz 1 vorgeschoben vor Black 7 Silver mit einem Vorsprung von 0,036 Sekunden. Das ist nicht sonderlich viel. Aber hey, der Wettkampf ist doch eine spaßige und spannende Sache. Vor allen Dingen, das ist viel interessanter, als irgendwelche Pylonen umzufahren oder Rennen gegen die lahme KI zu fahren. So, jetzt üben wir das Durchfahren mehrerer Kurven, die alle in die gleiche Richtung weisen. Auf dem Twin Ring Motegi. Sollte zu schaffen sein, eine komplexe Kurve gefolgt von einer nicht so komplexen Kurve. Nationale A-Lizenz. Numero 4. Die Fahroption modifizieren wir natürlich mal wieder auf Traktionskontrolle 0. Und mein Controller ist leer. Oder? Nö, er will nur nicht manuell umschalten. Der Controller ist noch an. Aber er will nicht auf die nächste Seite schalten. Tja, keine Rangliste für uns. So, da haben wir es. Black 7 Silver wieder auf Platz 1. Ganz knapp gefolgt von GTMA und dann von Felix auch ganz knapp gefolgt. Dann ein bisschen mehr Abstand. Race Driver 34, Andreas, Johnny, Dream, Diamond und Daniel. 16 irgendwas war's. Das ist auch kein Wunder bei einer Goldzeit von 16.8. Naja, wir werden sehen, ob wir uns da auf Gold oder auf Platz 1 richten. Das ergibt keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Ob wir uns mit Gold zufrieden geben oder ob wir uns lange damit quälen, den ersten Platz zu kriegen. So. Schon sinnvoller. So, wo bremsen wir denn hier mal? Bremsen wir mal hier. So, das war schon mal viel zu langsam, das fahre ich gar nicht erst ins Ziel, das Ding. Das war richtig scheiße. Also wenn ich das richtig sehe, muss ich hier relativ eng reinbremsen, in den zweiten gehen und dann mehr oder weniger Vollgas rüber in die nächste Kurve. War auch nicht viel besser, aber es ist natürlich noch Gold. 14. Platz in der Freundesrangliste. Da muss mehr gehen. Das war toll, das war super. Also nochmal, wie macht man es denn am besten? Ich habe da noch keine Taktik herausgefunden.
So auf jeden Fall nicht. Natürlich erstmal so weit raus wie möglich. Dann das Anbremsen. Ich muss hier im zweiten rein. Shit. Nein, das wäre so schön gewesen. Ich finde die Hindernisse da auch an der Stelle ein bisschen unangebracht. Die könnten ruhig ein bisschen weiter draußen stehen. Man muss sich da an der Stelle nur mal eben kurz angucken, wie der Abweiser da aussieht oder wie das Gras am Abweiser aussieht. Dann erkennt man auch, dass es normal ist, dass man da ein bisschen drüber kommt. Deswegen finde ich das da nicht so angebracht. Das ist Freundesranglistenplatz Nummer 5 immerhin. Also die Pylonen hätte man ruhig nochmal 1-2 Meter weiter rausstellen können. Nein, nicht 1-2 Meter, aber so einen halben Meter schon. So, da werde ich schon zu langsam. Die Geschwindigkeit werde ich auch nicht mehr rausholen aus der Kurve. Von daher, Neustart. Neuer Rekord, Freundesranglistenplatz 4, also einen nach oben. 16,355. Kann man da noch mehr machen? Man kann da noch mehr machen, wenn man nicht ich ist. Das ist ja schon belegt, weil es ja bessere Zeiten gibt als die, die ich gerade hinlege. Die Frage ist, kann ich da mehr machen und kann ich da auch mehr machen, ohne in Hindernisse reinzufahren, so gerade eben? Das müsste ganz gut sein. Na? Kein neuer Platz in der Freundesrangliste? Schade. 16,2. Ich mag so einen Wettbewerb, das ist super. Das müssten die überall machen. So, da bin ich wieder hinterm Geist, den kriegen wir nicht mehr. Neustart. Das wäre nichts geworden. Weißt du, jetzt wollte ich da über das Ding drüber fahren und schaffe ich natürlich nicht. Ich habe ja gesehen, das klappt nicht. Dann wollte ich direkt beenden, aber tja, Pylon verpasst. Pech. Komm schon. Ach. Es ist doch normal, dass man da so ein bisschen rauskommt. Guck mal, da ist auch kein Gras am Ende des Curbs. Da ist einfach nur Erde, weil die Leute da halt drüber fahren. Kriege ich nicht mehr. Übrigens ein schöner Wagen, der Subaru. Sieht nicht nur toll aus, lässt sich auch ganz gut fahren. Ganz leicht die Kontrolle verloren, da das hat ein bisschen Zeit gekostet, aber 16,041 und das ist Freundesranglistenplatz 1.
Da kann man unter Umständen auch noch unter die 16 fahren. Bäm, 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 Platz 1. Das ist so ein tolles Gefühl, weißt du? Das ist nicht dieses, ah, guck mal, ich habe jetzt Gold gemacht. Weil Gold ja anscheinend auch nicht mehr so heftig ist wie in den früheren Gran Turismo-Teilen. Sondern man hat dieses krasse Gefühl, dass man genau die gleiche Zeit gefahren ist wie Black 7 Silver. Virtuelles High Five, mein Freund. Virtuelles High Five. So, Wiederholung habe ich gespeichert, ne? Gut. Krass, gleiche Zeit gefahren wie er. Schön. Und ab geht's in die letzte Herausforderung mit dem Roadster Touring Car. Versuchen Sie es doch mal mit Nachtfahren. Zwar gibt es Laternen, die Ihnen helfen sollen, doch zur Ausleuchtung der Strecke dienen hauptsächlich Ihre Scheinwerfer. Fahren Sie vorsichtig und fahren Sie nirgendwo gegen. Nationale A-Lizenz A5. Mir ist bewusst, dass die Folge länger ist als das, was ich eigentlich gesagt habe, dass ich kürzere Folgen machen will, aber es ist auch zu schade, die Lizenz in zwei Folgen zu schnibbeln. Und es macht mehr Spaß. Von daher, scheiß auf üben. So, mal wieder, was für ein Wunder, Black Silver hier an Platz 1 und was für Zeitunterschiede. Krasser Shit, wie hat er das denn gemacht? 29,189 Sekunden hat er da. Moment, ich stelle mal eben kurz meine Traktionskontrolle um. Na, da war's. Verdammt. Bin ich gerade zu weit gesprungen. So, komm. So, da. Und damit hat er 0,8 Sekunden Vorsprung auf den zweiten. Das ist GTMA, dann Dream, dann Andreas, Johnny, dann Diamond, dann Daniel, dann Felix und dann Race Driver. Aber alle müssten im Bereich von Gold sein. Ich glaube, Gold war 31, ne? Oder 32? 31. Krass, wie laut der Wagen ist. Aber der hört sich wenigstens an wie ein richtiger Rennwagen. Ein bisschen zu hoch gepitcht, aber sonst hört er sich an wie ein richtiger Rennwagen. So, ich kenne die Strecke ja überhaupt nicht. Ich weiß, dass es die in anderen Gran Turismo-Teilen gab, aber so Sachen vergesse ich halt. So, das war erstmal zum groben Einfahren, zum Strecke kennenlernen. Und jetzt geht's richtig los. Jetzt habe ich den falschen Knopf da gedrückt. Den wollte ich eigentlich drücken. Verdammt, deswegen fahre ich ja meistens die Stoßstangenansicht in so kritischen Sachen, wo man nichts überfahren darf, weil ich dann den Wagen besser einschätzen kann. Gerade bei so Autos, wo man dann rechts sitzt, ist das dann doch eine kritische Sache. So, für Gold reicht es allemal, für die Freundesrangliste reicht es für Platz 5. Und da gucken wir mal, wie viel wir da noch rausholen können. Das ist eigentlich eine ganz schöne Lizenzprüfung. Weil man hier mal eben den Genuss mehrerer Kurven in Folge kommt und nicht nur fahren sie eine Kurve und dann starten sie neu, wenn sie verkackt haben. Oh. Shit, da habe ich mich ein bisschen vertan. Wir sind uns einig, dass wir Vollgas durch die erste fahren. Dann bremsen wir ziemlich heftig ab und fahren dann diese Kurve dritter Gang Vollgas. Dann kommt diese Kurve. Da bremsen wir dann auch ein bisschen ab, um die Kurve noch zu kriegen. Hier ganz eng vorbei gebremst und dann ganz eng dran fahren.
29.9 Ranglistenplatz Nummer 2. Und jetzt weiß ich natürlich, dass der gute Black Seven Silver da ganz weit vorne mit rumfährt. Also entweder das war wirklich eine perfekte Runde, oder da hat irgendwas nicht gestimmt. Aber ich würde sagen, das war einfach eine perfekte Prüfung von ihm, die er da abgelegt hat. Ich meine, wer vorher schon so gute Zeiten fährt, dem kann man auch ruhig zutrauen, dass er so sensationell gute Zeiten fahren kann, dass ich da überhaupt kein Land sehe. Und 0,8 Sekunden in einem Abschnitt, das ist schon krass. Andererseits erste Kurve verkackt und danach hole ich jetzt hier gerade wieder ordentlich auf. Natürlich die Kurve auch wieder verschissen, weil ich immer denke, da geht's glatter hoch, aber dann kommt da noch diese kleine Außenbuchtung und da verkacke ich dann meistens. Es ist auf jeden Fall noch eine bessere Zeit drin. Dafür fehlt mir momentan noch die Streckenkenntnis und ich werde einfach noch mal ein bisschen dran rumschrauben. Ein paar Versuche können wir hier ruhig noch machen. Hier braucht man zum Beispiel gar nicht zu bremsen. Und so kann man seine eigene Zeit nochmal ordentlich unterbieten. Jetzt bin ich bei 29.559. Und da ist auch noch Potenzial drin. Ohne Frage. So, mal schauen. Mein Geist ist natürlich jetzt nicht hinter mir, ist irgendwie klar. Der hat ja auch Vollgas gegeben am Anfang, wäre auch sonst ein bisschen dämlich. Also ich würde ja fast behaupten, man kann die Strecke fast Vollgas fahren. Wir haben hier wieder ein bisschen verbessert. Vielleicht schaffen wir es noch, da vorne auf Platz 1 zu kommen. Ich glaube noch nicht ganz dran. Aber möglich ist es, gerade weil der Wagen sich auch sehr gut fährt. Man kann sehr gut abschätzen, wie er sich verhalten wird. Auch wenn ich mich da verschätzt habe. Shit. Ich näher mich immer weiter an, mein Kumpel. Vielleicht ab und zu dann doch nochmal einen dritten schalten. Manchmal sind wir ein bisschen zu niedrigtourig gefahren. Da würde ich sagen, kann man noch ein bisschen was rausholen. Aber das war jetzt fast Vollgas, bis auf die eine Kurve, die ich da angebremst habe. Zu eng, ja. Zu eng. Boah, dieser Ehrgeiz, Bester in der Rangliste werden zu wollen, ist doch so krass. Und ich gucke mir die Weltrangliste gucke ich mir gar nicht erst an, da bin ich wahrscheinlich so 5000er oder so maximal. Dammit.
wie ich da trotzdem schneller bin. Das ist krass. Obwohl ich hier definitiv die bessere Linie gefahren bin später. Viel tighter um die Kurve, ja. Um ein bisschen Denglisch zu sprechen. ...29.035, Freundesrangliste, Platz 1. Schön, das macht mega Spaß. Das ist bisher das, was mir am allermeisten Spaß gemacht hat hier bei Gran Turismo 6. So, beste Runde einmal speichern. Gucken wir uns mal eben kurz an, wie viel Vorsprung das jetzt ist. 0,154 Sekunden Vorsprung. Yes. So, komm, gucken wir uns einmal die Rangliste an. Und weinen dann. Ach, ich kann das nur mit der Freundesrangliste gucken. Okay, vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. Ich hätte gerne mal die Online-Rangliste wirklich gesehen mit allen Leuten, die das jemals gemacht haben. Nicht, dass ich da hoffen würde, auf Platz 1 zu sein, aber vielleicht irgendwo in den Top 1000 wäre vielleicht was. Und da ist unser Geschenkwagen. Ne, erstmal die nationale A-Lizenz natürlich. Und die Trophäe natürlich zu der goldenen nationalen A-Lizenz. Und dann sind wir um einen... Ach komm, ein Honda S 2000 reicher. Noch eine Trophäe verdient, Karrierist für National B. Wahrscheinlich, weil wir jetzt die Hälfte von National B abgeschlossen haben. Welche Farbe nehmen wir denn? Also ich habe sehr viele rote und blaue Autos, weil ich einfach finde, so ein Blau sieht im Spiel einfach am besten aus. Schwarz finde ich meh. Weiß auch irgendwie so meh. Nehmen wir den mal Nürburgring Blue Metallic. So, jetzt sind wir um einen S2000 reicher, den können wir dann gegebenenfalls auch tunen. Und der hört sich so an. Ich persönlich bin ja nicht so der S2000-Fan. Und wir kriegen natürlich noch einen Wagen. Ha! KTM Crossbow Street 12. Natürlich heißt das Crossbow, nicht X-Bow, wie ich es letztens gesagt habe. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, zu sagen X-Bow. Ich meine, es ist ja weitläufig bekannt, dass das so abgekürzt wird. Ah, da war ich wohl etwas durch den Wind. Danke nochmal an den Tippgeber. Und der hört sich so an. So, jetzt wird uns wahrscheinlich gesagt, dass wir auch online fahren dürfen. National-A-Klasse-Veranstaltungen, Monderkundung und Online-Modus sind jetzt verfügbar. Bei der Monderkundung können Sie hinter dem Steuer eines Luna Rover sitzen und durch die Rima Hadley fahren, was auch immer das ist. Erleben Sie, wie es sich für die Astronauten der Apollo 15 Mission angefühlt hat, sich außerhalb ihrer Landefähre zu bewegen. Im Online-Modus werden Sie in offenen Lobbys gegen Spieler aus der ganzen Welt fahren und alle Arten von aufregenden, saisonalen Veranstaltungen genießen können. Beachten Sie Ihr Fahrverhalten, es ist Zeit, die Welt der Online-Rennen zu betreten. Und das werden wir vielleicht in der nächsten Folge machen, mal schauen. Bis dann. Tschüss.